Die unbekannte, nicht sichtbare Runde zu unserem heutigen Abend, zu unserem Webinarangebot, zum bestimmt schon 15. oder 20. in unserer Webinarreihe. Wir beschäftigen uns heute zum dritten Mal mit dem Thema Fußverkehr, nachdem wir uns vor einem Jahr ungefähr, ich glaube im Januar war es oder Februar, beschäftigt haben mit dem Fußverkehrsgesetz in Berlin und vor wenigen Wochen mit dem Fußverkehrsvorbild Schweiz, mit der Nationalrätin und Fußverkehrspräsidentin Mariona Schlatter. Wer das verpasst hat, dem empfehle ich uns meinen YouTube-Kanal. Dort sind alle zurückliegenden Webinare oder fast alle sind da sichtbar, unter anderem auch die beiden zurückliegenden zum Fußverkehr. Heute beschäftigen wir uns mit einem weiteren Vorbild für den Fußverkehr, nämlich dem Nachbarland Österreich. Ich begrüße hier sehr herzlich zwei Gäste, die uns aus Wien zugeschaltet sind. Zum einen die Martina Strasser. Sie ist bei Walkspace die Referentin für den Fußverkehr und die Expertin und wird uns vorstellen, was in Österreich Gutes gemacht werden kann zum Fußverkehr, was uns in Bayern und in Deutschland als Vorbild dienen kann. Und zum Zweiten begrüße ich sehr herzlich Alessandra Angelini vom Umweltbundesamt in Österreich. Das ähnlich wie in Deutschland eine ausgelagerte Behörde, also eine, keine Behörde eben, sondern eine ausgelagerte Institution ist, wollte ich sagen, mit beratender Wirkung für die, unter anderem auch für die öffentliche Hand. Insofern gerade für uns interessant als Impuls- und Ideengeber. Und das Umweltbundesamt hat, du wirst das nachher genauer sagen, Alessandra, den Masterplan gehen, also quasi das Fußverkehrspendant zum nationalen Radverkehrsplan, den wir in Deutschland ja auch haben, geschaffen. Und auch das fehlt uns in Deutschland und in Bayern. Und wir werden uns neugierig anhören, was ihr beide zu berichten habt, was für uns dann Impulse geben kann für unsere politische Arbeit im Bayerischen Landtag, möglicherweise aber auch auf der Bundesebene in Berlin. Deswegen freut es mich auch sehr. Ich sage ein bisschen, wer so in dem Auditorium ist, weil wenn wir in einem Saal wären, dann wird man uns ja auch sehen. Wir haben unter anderem auch eine Mitarbeiterin aus dem Bundestagsbüro der Grünen, das von einer Mitarbeiterin von Svante Michaelsen, Bundestagsabgeordnete hier in der Runde, die auch zuständig ist für das Thema Fußverkehr, wenn wir da auch Kontakte nachher herstellen können oder so, ist überhaupt kein Problem. Also auch die nationale Ebene ist vertreten. Ansonsten sind aber sehr, sehr viele KommunalpolitikerInnen vertreten, also Mitglieder der Gemeinderäte, der Stadträte, auch der Kreistage, was mich sehr freut, weil das ist ja genau auch die Zielgruppe sozusagen, mal abgesehen von der nationalen oder landespolitischen Rahmengesetzgebung, die wir als Abgeordnete, als Landesbundespolitik setzen können und setzen müssen, wie ich finde, ist ja die Umsetzung von Fußverkehrsprojekten dann, obliegt ja den Gemeinden. Als Experten der kommunalen Ebene darf ich auch als dritten Referenten, Co-Referenten begrüßen in der Runde unseren Münchner Stadtrat Paul Bickelbacher, der aber nicht als Stadtrat heute da ist und auch nicht als Verkehrsplaner, was er von Berufswegen ist, sondern er ist hier als Mitglied des Bundesvorstands von Fuß e.V., also dem deutschen Pendant von Walkspace, für das, den Martina Strasser heute unsere Referentin ist. Wer auch im Auditorium ist, das ist Dieter Schwab, das ist der erste Vorsitzende des Vereins Walkspace aus Österreich. Herzlich willkommen auch an dich, lieber Dieter, hier in der Runde. Und ansonsten haben wir noch sehr viele Verbände, Verkehrsverbände und Organisationen mit VertreterInnen hier bei uns, was mich sehr freut. Das Who is Who der bayerischen Verkehrsszene sozusagen. Wir haben hier den Verkehrsclub Deutschland mit Mitgliedern des Landesvorstands. Wir haben VertreterInnen der Bayerischen Eisenbahngesellschaft, des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs, der Deutschen Bahn, von Bund Naturschutz, von Greenpeace. Und wir haben auch den Verein Bahn zum Berg, der erst vor kurzem auch ein eigenes Webinar in unserer Reihe gegeben hat, mit einem Vertreter hier dabei. Ferner ist auch Technische Hochschule da, Industrie- und Handelskammer, also alle möglichen interessierten verschiedenen Gruppen, die gespannt sind jetzt auf die Vorträge. Ich übergebe auch sofort und beende meine lange Vorrede an die Martina. Allerdings noch ein technischer Hinweis, zwei technische Hinweise. Wir werden pünktlich ziemlich um 7 Uhr wieder aufhören, wie wir das immer machen, um das Ganze kurz und kompakt zu halten, als Vorabendprogramm sozusagen. Und zum anderen möchte ich euch noch aufmerksam machen auf die Frage-Toolbox. Das findet ihr in dieser Toolbox, die ihr seht, so, sowohl am Handy als vor allem aber auch am Laptop, wo man gut Fragen hineintippen kann oder auch Anmerkungen, wenn es ist. Fragen sind uns nur lieber, gerne auch kurz gefasst. Der Fabian, mein Mitarbeiter, die letzte Person hier in der
der Runde, die ich herzlich begrüßen möchte, wird das Ganze sortieren ein bisschen und oder clustern, gruppieren und dann die Fragen einbringen in die Diskussion an die ReferentInnen. Genau, also wenn er jetzt gleich loslegt mit Fragen, ist es vielleicht ein bisschen seltsam, weil ja erst noch der Input kommt, aber wenn währenddessen Fragen auftreten, nutzt gerne schon die Toolbox und dann danach natürlich auch. So, das war's aber mit der Vorrede. Es ist auch ein Großteil der Angemeldeten, wir haben wieder ein großes Auditorium, was mich sehr freut, anwesend und ich übergebe hiermit an Martina Strasser von Walkspace zum Thema Fußverkehr, gut zu Fuß unterwegs, Vorbild Österreich. Dankeschön. Ich versuche jetzt den Bildschirm zu teilen. Ich hoffe, das passt. Seht ihr schon was? Sehr gut. Also hallo auch von meiner Seite. Wer uns noch nicht kennt, Walkspace ist ein Verein, der eben die Interessen der zu Fuß Gehenden vertritt. Wir machen neben den Projekten, die ich gleich vorstellen möchte, auch Bewusstseinsarbeit, Kampagnen, Aktionen wie temporäre Straßentransformationen, alles um sozusagen die Beine auch wieder in den Kopf zu bekommen. Und damit lege ich gleich los. Was kann man als Kommune machen, um den Fußverkehr zu fördern? Das ist in erster Linie mal Fußgängerchecks zu machen. Das ist ein Instrument, um ein Fußwegenetz zu entwickeln, um zu schauen, wo gibt es Lückenschlüsse. Was gibt es für Themen überhaupt in einer Gemeinde, die für die zu Fuß gehenden vor Ort interessant sind? Und da ist ein wichtiges Tool, ein Dialogverfahren, wo wir versuchen, möglichst breit viele Akteure, die sich mit dem Thema interessieren, einzubinden. Und das sind Schülerinnen, Kaufleute, Seniorinnen, Menschen mit speziellen Bedürfnissen, und auch blinde, mobilitätsbeeinträchtigte Personen. Und da versuchen wir eben das lokale Wissen mit den zuständigen Stellen zusammenzubringen. Herzstück ist dabei meistens eine Begehung oder ein Workshop auch, wo wir die ganzen Informationen sammeln, wo quasi vor Ort der Schuh drückt, versuchen, Wohlfühlorte und Verbesserungsmöglichkeiten zu finden. Und das Ganze ist ein Verfahren, das modular aufgeteilt ist, mit verschiedensten Elementen, was man anpassen kann, auch je Gemeinde, je nachdem, wie der Bedarf auch ist, je nach Größe, Anlass, gibt es vielleicht Spezialkomponenten, die dann noch dazukommen können. Aber so können wir relativ einfach und schnell Verbesserungspotenziale für den Fußverkehr ermitteln und vor allem eben auch ermitteln, was eigentlich so wirklich die zentralen Themen in einer Gemeinde sind. Und um das ein bisschen anschaulicher zu machen, habe ich ein paar Beispiele mitgebracht. Das eine Beispiel ist Mödling. In Mödling haben wir zum Beispiel Rückmeldebögen auch an die Bevölkerung über die Stadtzeitung ausgeschickt. Und da waren sehr große Rückmeldungen. Große Anzahl an Personen, die, wo man dann eben gemerkt hat, die Themen sind vor allem in Richtung Schule, Schulwege, aber auch Wegeleitsysteme. Da habe ich euch ein gutes Beispiel mitgebracht im Bild, dass man Wegeleitsysteme sehr anschaulich machen kann, sehr ansprechend und vor allem für die zu Fuß gehenden mit Minutenangaben zu den wichtigsten Zielen, wo dann oft eigentlich auch Erkenntnis ist, dass es zu gewissen Zielen gar nicht so weit ist und dass man relativ schnell eigentlich auch zu Fuß innerhalb der Stadt unterwegs sein kann. Ein wichtiges Thema bei in Mödling waren eben die Schulen, Schulumgebung und wie kommt man da gut hin und da vor allem diesen morgendlichen Schulstau, Elterntaxi und so ein bisschen zu vermeiden. Da gibt es ja viele Konzepte wie Pedibus-Haltestellen und Elternhaltestellen und ein Konzept, was jetzt eben neu ist, das sind die Schulstraßen und da sind wir eben sehr froh, dass dieses Konzept eigentlich jetzt aufgegriffen worden ist. Ist, weil auch im Rahmen des Fußgängerchecks man gemerkt hat, es ist da auch das Interesse von der Bevölkerung dahinter, dass es Verbesserungen rund um Schulen gibt
Und so wird bei einer Schule eben auch wirklich das Schulumfeld umgebaut und bei der anderen Schule, die wir da zentral zum Schwerpunkt hatten, ist eben das neue, von der neuen STVO, die Schulstraße sozusagen Thema. Ein weiteres Beispiel ist Lustenau. In Lustenau in Vorarlberg ist es so, dass wir sehr gezielt mit Schülerinnen zuerst gearbeitet haben und dann auch mit SeniorInnen. Und das Tolle war bei den älteren Menschen, dass die sehr viele historische Wege kannten und dass das auch sozusagen ein Qualitätsmerkmal ist, was man sieht, wenn man den Dialog mit der Bevölkerung vor Ort sucht, dass man hier zu Wegesystemen kommt, die mit der Zeit einfach in Vergessenheit geraten. Und wenn man die sozusagen wieder sichtbar macht, ist das eine tolle Sache. Abgesehen davon bemüht sich da Lustenau auch sehr bei den Stadterweiterungsgebieten, haltestellenorientierte Siedlungsentwicklungen zu machen. Das heißt, das geht dann mehr in Richtung Raumplanung, dass man versucht, wieder direkte Wege zu wählen, Wege, die vielleicht für den MIV als Sackgasse gekennzeichnet sind, aber für aktive Mobilität durchlässig sind. Dafür gibt es übrigens jetzt auch mit der neuen STVO eine neue Tafel, die mit der Animation hoffentlich jetzt kommt, genau. Das ist ein Beispiel aus Innsbruck, wo schon so eine neue Beschilderung installiert worden ist. Und was natürlich auch oft Thema ist im Rahmen von Verbesserungsmöglichkeiten in Kommunen, ist die Schnittstelle zu den Haltestellen und auch die Situation an den Haltestellen selber, dass man also genügend Platz und Raum zum Warten hat, dass es geschützt ist, auch mit dem Fahrrad zur Haltestelle ist zum Beispiel gerade in Vorarlberg auch Thema gewesen, was man oben im Bild sieht, zum Beispiel so eine überdachte Radabstellanlage. Also interessante Themen, die da gekommen sind und die weitergemacht werden können. Was Lustenau auch hat, das ist eine Begegnungszone. Begegnungszonen sind ja in Österreich seit 2013 verordnbar. Die sind eigentlich, also wir haben uns ja da lang vorher schon dafür eingesetzt, für diese Konzepte, für Koexistenzbeispiele sehr viel geworben und waren dann sehr froh, wie 2013 das dann aufgegriffen worden ist, dass man mit der STVO eben dann jetzt Begegnungszonen verordnen konnte. Das Witzige ist, das ist eigentlich entstanden, um den Radverkehr auch zu verbessern und zu pushen. Es ist aber jetzt eigentlich so, dass der Fußverkehr da einen großen Nutzen hat, weil sehr gute Gestaltungen in der Zwischenzeit entstanden sind. Das Beispiel, was man im Hintergrund sieht, ist übrigens Graz, eine der neuen Begegnungszonen, die entstanden sind, die noch nicht umgebaut worden sind. Was ist eine Begegnungszone? Das ist eine verkehrsberuhigte Zone, wo Fuß, Rad und MIV gleichberechtigt sind. Im Gegensatz zur der Schweiz sind diese drei eben wirklich gleichberechtigt. In der Schweiz haben ja die zu Fuß gehenden Vortritt. Das ist eben in Österreich nicht so der Fall. Als zu Fuß gehende darf man aber die ganze Fahrbahn benutzen. Man darf aber den Fahrzeugverkehr nicht mutwillig behindern. Und in Österreich auch eine Spezialgeschichte. Es gibt Begegnungszonen, die mit 20 km/h verordnet sind und welche mit 30 km/h. Und durchführen kann man diese Begegnungszonen entweder an Plätzen, Straßen, schmalen Straßen. Oft werden sie auch an Bahnhöfen, zentralen Knotenpunkten sozusagen installiert. Man kann damit, also wenn es eben die Behörde kann, die Begegnungszone durchführen, wenn die Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Fußgängerverkehrs, wenn es dies dient. Und kann eben da die Begegnungszone entweder auf eine ganze Straße, auf Straßenteile oder ganze Gebiete auch zur Begegnungszone erklären. Das Ganze dauerhaft oder auch nur zeitweilig. Und jetzt
sollte noch ein Beispiel von Lustenau kommen. Genau, das ist eine Begegnungszone. In Lustenau gibt es zwei. Das ist eine bei einer Volksschule. Rechts unten sieht man ein Bild, die Vorher-Situation und dann eben, wie die Neugestaltung gemacht worden ist. Also das meiste ist niveaugleich ausgestaltet, wobei man aber bei den Haltestellen schon eine Erhöhung gewählt hat, um den Ein- und Ausstieg zu erleichtern. Es gibt Sitzpoller, also Sitzmöbeln quasi, die aber gleichzeitig eine Pollerfunktion haben. Es wurden Bäume gesetzt, um eben die Aufenthaltsqualität auch zu erhöhen. Und man hat hier also wirklich einen tollen, schönen Straßenraum entwickelt, wobei eben damit nicht nur die Aufenthaltsqualität erhöht worden ist, sondern vor allem eben auch die Sicherheit. Dadurch, dass eben an dem Straßenzug auch eine Volksschule in der Nähe ist, ist das natürlich ein großer Gewinn auch für diesen Bereich. Zum Thema Begegnungszonen gibt es übrigens auch eine Begegnungszonen-Website, die ich allen gerne nahelegen möchte. Schaut mal da drauf. Es sind sehr viele Beispiele drauf. Ich glaube jetzt mittlerweile so um die 80 Beispiele. Es gibt natürlich sehr viel mehr Begegnungszonen mittlerweile in Österreich, aber wir kommen da jetzt schon langsam gar nicht mehr hinterher. Einige Links auch zum Nachlesen, weil wir das jetzt doch nicht so in der Breite behandeln können und hier einige Beispiele noch aufgelistet. Was das Entscheidende beim Thema Begegnungszonen ist, ist, dass die Gestaltung wichtig ist, also dass sie ansprechend ist, dass sie klar lesbar ist. Die Beteiligung ist auch ein so ein Erfolgsgeheimnis. Und dass man das, was man baut, sich nicht denkt, das ist jetzt eine fertige Sache, sondern dass man nachevaluiert und dann auch nachbessert. Auch das hat man in vielen Bereichen gemacht, wie zum Beispiel Bischofshofen, aber auch in Linz, in Kufstein, in Villach. Da hat man sich einfach dann nach einiger Zeit nochmal angeschaut, wie funktioniert es und dann ein paar Verbesserungen dann vorgenommen. Eine weitere, eher kleinere Gemeinde ist Grödig, die liegt südlich von Salzburg. Auch die hat eine Begegnungszone, übrigens an einem Kreuzungspunkt. Und dort haben wir auch einen Fußgängercheck gemacht. Und da waren zum Beispiel Themen stark in Richtung Rasten, Sitzen, Wege in Richtung Zentrum und zum öffentlichen Verkehr. Und da sieht man links im Bild ein sehr nettes Beispiel von so einer Raststation, die auch für Radfahrer zum Beispiel genutzt wird. Da gibt es eine eigene Station dann, wo man Radequipment auch dabei hat und sozusagen das Radl auch fit machen kann. Und als Fußgänger kann man sich halt auch fit machen, weil es eine Trinkstation gibt. Auch etwas, was im Zusammenhang mit Fußverkehr immer wichtig ist. Grödig hat nach dem Fußgängercheck auch ein örtliches Fußverkehrskonzept entwickelt mit uns. Und das, was da wichtig war, ist, wir haben sehr viele Maßnahmen entwickelt, ich glaube über 50 Maßnahmen. Und der Vorteil ist, wenn man so ein örtliches Fußverkehrskonzept entwickelt in einer Gemeinde, hat man auch die Möglichkeit, seit neuestem auch um Bundesfördergelder anzusuchen. Und das ist eben möglich. Da gibt es gewisse Fördersätze. Ich nehme mal an, das wird wahrscheinlich Alessandra Angelini dann ihren Vortrag haben. Darum gehe ich da jetzt nur kurz drüber. Denn das Interessante ist auch, was kann dann entstehen, wenn Kommunen auch mitbekommen, es gibt von verschiedensten Stellen Unterstützungen, auch finanzielle Unterstützung. In Grödig ist zum Beispiel geplant ein neuer Marktplatz und damit auch die Mobilität sozusagen ins Zentrum zu holen. Also kurze Wege hängen ja auch immer damit zusammen, dass man die Ziele ins Zentrum bringt. Es entsteht zum Beispiel jetzt schon aktuell ein Kreuzungsumbau aufgrund unseres Fußgängerchecks an zwei Landesstraßen, wo bisher große Umwege waren. Das sieht man sozusagen hier im Bild, wo große Umwege bisher für Fuß und Rad waren und das wird jetzt verbessert, so dass man hier gut queren kann. Und ein weiteres Zentrum wollen sie in Richtung Schulen schaffen und da gibt es sozusagen in einem der
5 Ortsgebiete in Fürstenbrunn auch Möglichkeiten, hier das zu verbessern. Grödig macht die Verbesserungen auch gemeinsam mit dem Land Salzburg. Das Land Salzburg hat, das ist auch etwas Besonderes, einen Masterplan Gehen entwickelt, der voriges Jahr bei der Österreichischen Fachkonferenz fürs Zu-Fuß-Gehen vorgestellt wurde. Und mit diesem Masterplan Gehen gibt es auch eine Landesförderung und die ist so, dass 50% der Kosten für Fußverkehrskonzepte und für Workshops zu dem Thema gefördert werden, aber auch Kosten des Lehrgangs zum Fußgängerinnenbeauftragten. Das ist eine Ausbildungsschiene, die vom Klimaaktiv Mobil initiiert wird. Und das ist natürlich auch eine tolle Sache, um sozusagen hier den Fußverkehr den Kommunen auch schmackhaft zu machen. Das Ganze ist auch deshalb entstanden. Seit 2017 gibt es im Land Salzburg auch eine Fußgängerbeauftragte. Und das, sage ich wieder mal, ist auch ein Ergebnis davon, dass es seitens des Bundes Initiativen gegeben hat. Noch eine Ergänzung zum Landeskonzept. In Niederösterreich gibt es eine neue Broschüre Gehen in Niederösterreich. Also da sieht man sozusagen eine andere Herangehensweise mal eines anderen Bundeslandes, die dann mit einer Broschüre einfach versuchen, die Kommunen zu informieren, was es gibt, wie kann man zu einem Fußverkehrskonzept kommen, was sind aktuelle Förderbestimmungen, wie kann man den Fußverkehr auch mit kleineren Maßnahmen in einer Gemeinde fördern. Und die haben in einer Broschüre sehr anschaulich viele schöne Good Practice-Beispiele zusammengestellt, kann man sich auch gerne unter den Link anschauen und Näheres informieren. Diese Initiativen sind eben vor allem auch deshalb entstanden, weil ja 2015 der Masterplan Gehen, der erste Masterplan Gehen entstanden ist. Alessandra Angelini wird er dann noch fortsetzen und die neuen Entwicklungen dazu präsentieren. Hier noch ein paar weitere Links. Handbuch Gehen ist zum Beispiel etwas Wichtiges, also für Kommunen, um da auch anschauliche Beispiele drinnen zu haben. Es gibt aber auch andere bundesweite Strategien wie in Richtung Forschung, Technologie, Innovation oder in Richtung Gehen und Gesundheit. Und es gibt auch einige Initiativen in Richtung Kinder- und Jugendangebote, aber aufgrund der Zeit habe ich das jetzt nicht alles eingebaut, aber unter den Links kann man sich einfach näher informieren. Und dann noch zu guter Letzt, was kann man jetzt tun, damit man den Fußverkehr voranbringen kann? Das eine ist, das Image und Bewusstsein auf allen Ebenen zu forcieren. Also wir haben da festgestellt, wenn es konkrete Zuständigkeiten gibt auf den verschiedenen Ebenen, Bund, Land, Gemeinde, tut sich's oft leichter, etwas voranzubringen. Dafür sind natürlich auch oft Budgets notwendig. Es ist wichtig, an ein Gesamtkonzept zu denken, also nicht nur an kleine Einzelmaßnahmen, sondern wirklich das Fußwegenetz im Gesamten zu sehen, Ziele wieder in die Nähe zu bringen. Das bedeutet natürlich auch die Kombination mit der Raumplanung und da sozusagen auch eine gute Flächengestaltung Wert zu legen. Fußgängerchecks helfen natürlich sehr, um einmal ins Thema zu kommen, um zu wissen, was es vor Ort eigentlich für Themen gibt. Wichtig ist auch, viele attraktive Straßenräume zu schaffen, vor allem jetzt auch in Richtung Hitze, Klimaanpassung und dergleichen ist das natürlich auch alles wichtig. Und bei Gestaltungen, vor allem auch in Richtung Begegnungszonen, Fußgängerzonen, auf Qualitäten zu achten, das heißt in Richtung Design for All, gute Materialien zu wählen, so dass man sich auch wirklich wohlfühlt und der Straßenraum als öffentlicher Raum wirklich ein lebendiger Raum werden kann. Aktionen sind natürlich auch immer hilfreich, um den Fußverkehr zum Thema zu machen und das Ganze voranzubringen. Internationale Entwicklungen wie Parking Day, Europäische Mobilitätswoche und so können da oft sehr gut benutzt werden. Und was natürlich auch immer gut ist, ist, sich zu vernetzen und auch auf Fachebene sich auszutauschen. Und dafür gibt es die österreichischen Fachkonferenzen fürs Zu-Fuß-Gehen. Die nächste wird übrigens am 11. 12. Oktober in Weiz in der Steiermark stattfinden. Bitte hinkommen, wer da Interesse hat. Es wird sicher sehr spannend und man kann auch mitmachen. Es gibt verschiedene Settings wie Vorträge, Workshops, Rundgänge auch, die man macht und Speed Dating. Also
zu verschiedensten Themen. Wir haben zum Beispiel nächstes Jahr ja das Thema 10 Jahre Begegnungszonen in Österreich. Da wird es einen eigenen Workshop auch dazu geben. Schulstraßen, neue SDVO, Querungsstellen und so werden wichtig sein. Bewusstsein, Image, Masterplan gehen und klimafitte kommunale Strategien und vieles mehr. Also wer da Lust hat und auch mit einem Projekt mit dabei sein möchte, ist herzlich eingeladen und kann bis März eine kurze Beschreibung, einen A4 eine A4-Beschreibung uns einfach per Mail schicken und wir melden uns dann. Ja, so viel zu meinen Infos und jetzt hören wir sozusagen, was es von Bundesebene noch gibt. Vielen herzlichen Dank und bei Fragen stehe ich zur Verfügung. Genau, sehr gut. Eine Frage gibt es auch schon. Ich schalte mich da kurz dazwischen. Vielen Dank, Martina, für den kompakten Überblick und die vielen Informationen. Die Frage geht dahingehend, das ist bloß, weil ich sie wieder vergessen habe am Anfang, nämlich bekommen wir die Folien hinterher? Ja, wir bekommen beide Präsentationen im Nachgang und auch die ganze Veranstaltung wird aufgezeichnet und wie immer wieder auf dem YouTube-Kanal zur Verfügung gestellt. Und ihr habt alle angemeldet bekommen im Nachklapp. Ja, wahrscheinlich nicht sofort, aber sobald wir dazukommen, mein Team dazukommt, besser gesagt, ein E-Mail, in dem die Links drin sind zu den Präsentationen und zur Aufzeichnung. So, genau. Ansonsten könnt ihr gerne weitere Fragen einreichen, eingeben in die Frage-Toolbox. Bis jetzt sind sonst noch keine da, was auch ein bisschen Zeitdruck rausnimmt für dich, Alessandra. Wir sind gespannt auf den Masterplan gehen der Republik Österreich. Vielen Dank, schönen guten Abend. Sieht man meine Folien? Ja, bestens. Wunderbar, Dankeschön. Schönen guten Abend, Alessandra Angelini, mein Name vom Umweltbundesamt in Wien, Team Mobilität. Wir entwickeln bei uns im Team unterschiedliche Szenarien, Entwicklungspfade für die Erreichung der Klima- und Energieziele und setzen dabei verschiedene Dekarbonisierungsmaßnahmen und Ansätze. Und ein wichtiger Ansatz ist natürlich die Förderung der aktiven Mobilität und insbesondere eben den Fußverkehr, wo ich heute den Masterplan gehen, dieses übergeordnete strategische Dokument auf Bundesebene für den Betrachtungshorizont 2030 mitgebracht habe. Anfangen möchte ich, warum braucht es überhaupt so einen Masterplan gehen? Wir wissen, dass der Fußverkehr sehr klimafreundlich, ressourcensparend und insbesondere auch gesund ist. Daher sollte auch diese Mobilitätsform mit den anderen Verkehrsträgern gleichberechtigt in die Verkehrs- und Mobilitätspolitik integriert werden. Es bedarf dafür einer übergeordneten Rahmen, einer übergeordneten Strategie in Form eines bundesweiten Masterplans. Daher wurde in Österreich im Jahr 2015 der erste Masterplan Gen veröffentlicht und der hatte sich damals zum Ziel gesetzt, die Bedeutung dieser Mobilitätsform für das gesamte Verkehrssystem bewusst zu machen und eben auch unterschiedliche Maßnahmen zur Fußverkehrsförderung zu setzen. Und dieser Masterplan damals hatte eben 10 Handlungsfelder mit insgesamt 26 Maßnahmen inne. Was hat sich so seit der Etablierung dieses Masterplan Gens in Österreich getan? Welche Umsetzungsinitiativen sind gesetzt worden? Einerseits ist eben der Fußverkehr ein Teil des österreichischen nationalen Energie- und Klimaplans und andererseits ist auch der Fußverkehr ein inhaltlicher Schwerpunkt im aktuellen Regierungsprogramm der österreichischen Bundesregierung, also 2020 bis 2024. Weiterer Meilenstein ist eben die Gründung einer bundesweiten Arbeitsgruppe Gen, die durch den Masterplan Gen 2015 initialisiert worden ist. Und da beteiligt sind Stakeholder von Bundesebene, aber eben auch Regional- und Kommunalebene, aber auch verschiedene Interessensvertretungen, um einfach den Stellenwert des Themas voranzubringen, Interessen zu sondieren, Probleme zu erörtern, aber eben auch zum Beispiel Verbesserungsvorschläge auf der rechtlichen Ebene zu erarbeiten. Es finden auch eben alljährlich nationale Fußverkehrskonferenzen statt. Martina hatte da schon ein bisschen darauf hingewiesen bei der Walkspace, aber eben auch verschiedene Webinare zu dem Thema.
Weiters, und das erfreut uns natürlich sehr, ist auch die Erstellung von regionalen und lokalen Masterplänen angefangen worden, und zwar im Jahr 2021 mit dem Masterplan Salzburg auf der regionalen und auf der kommunalen Ebene, um hier auch spezifische lokale Maßnahmen zu setzen und die Bedingungen für den Fußverkehr zu verbessern. Kurz werde ich auch darauf eingehen, auf die Begegnungszonen. Das sind doch auch einige in Österreichs Städten umgesetzt worden, um einfach auch allen Verkehrsteilnehmerinnen einen gleichberechtigten Zugang zu ermöglichen, eine Maßnahme zur Verkehrsberuhigung und somit eben auch hier einen Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit zu leisten, um auch einen urbanen, qualitativ hochwertigen Begegnungsraum zu schaffen, wo man sich auch gerne aufhält. Ein Beispiel habe ich hier mitgebracht. Das ist eben die Marie-Hilfer-Straße in Wien, und da sieht man eigentlich sehr schön den Vergleich vor dem Umbau und nach dem Umbau. Und ich denke, im Detail muss ich da jetzt nicht näher drauf eingehen. Martina hatte das Thema Begegnungszonen ja schon ausführlich erörtert. Es gibt auch diesen Link, wo die verschiedenen Begegnungszonen österreichweit auch abgerufen werden können. Aber es ist jedenfalls ein Raum, der aufhält hier, der einlädt, sich hier aufzuhalten und eben auch eine sichere Mobilität gewährleistet. Soweit zur Ausgangslage. Themenschwerpunkt ist der Masterplan Gehen für den Betrachtungshorizont 2030. Und da wurde eben mit der Erstellung dieses Masterplan Gehens im Jahr 2020 begonnen. Es hat eine Evaluierung dieses vorhergehenden Masterplans aus dem Jahr 2015 stattgefunden. Und darauf aufbauend wurde eben in ganz enger Kooperation mit der bundesweiten Arbeitsgruppe Gehen, aber eben auch diverse Stakeholder-Workshops, dieser Masterplan weiterentwickelt, Maßnahmen geschärft, Handlungsfelder neu geclustert, Inhalte auch entsprechend adaptiert, um hier auch eine Fußverkehrsförderung für die nächsten 7 Jahre auch sicherzustellen. Und im Jahr 2022 hat dann nochmal eine österreichweite Online-Konsultation stattgefunden mit den verschiedenen Stakeholders, um eben an Handlungsfelder und Maßnahmen klar abzustecken. Und dieser Masterplan Gehen 2030, der wurde bei der diesjährigen Fußgängerkonferenz, bei der Walkspace-Konferenz im Oktober 2022 auch entsprechend vorgestellt. Der Masterplan enthält 10 Handlungsfelder mit insgesamt 50 Maßnahmen, auf die ich ein bisschen später dann nochmal drauf eingehen werde. Zuerst einmal zu den Zielen. Wir sehen hier die Abbildung der Models-Blick-Entwicklung in Österreich, und ganz, ganz klares Ziel ist, den Anteil des Fußverkehrs von derzeit 17% in Richtung 20% im Jahr 2030 zu steigern. Ein sehr, sehr ambitioniertes Ziel auf der quantitativen Ebene. Wir haben aber auch Zielsetzungen auf der qualitativen Ebene, um hier eben auch diesen Trend der Fußverkehrsanteilreduktion zu reduzieren und einfach hier diese Mobilitätsform zu fördern. Und da geht es auch ganz stark, den Ausbau einer attraktiven Fußverkehrsinfrastruktur voranzubringen, um auch einen hochwertigen, ressourcensparenden Lebensraum sicherzustellen, eine hohe Verkehrssicherheit zu gewährleisten, eben auch einen Beitrag für einen hohen Klimaschutz und eine gute Umweltqualität zu liefern. Eine gesunde Bevölkerung ist natürlich auch ein ganz zentrales Ziel, die eben auch eine faire, soziale, barrierefreie und inklusive Mobilität gestalten kann, aber eben auch die Stärkung der regionalen und lokalen Wirtschaft ist eine wichtige Zielsetzung in diesem Masterplan. Und diese unterschiedlichen Handlungen, Aktionen sollen natürlich auch im Sinne einer integrativen und partizipativen Planung mit der Inkludierung der unterschiedlichen Interessen erfolgen. Kommen wir nun zu den 10 Handlungsfeldern mit den 50 Maßnahmen. Ich werde jetzt nur auf die Handlungsfelder eingehen. Wir haben im Handlungsfeld 1 die verstärkte Kooperation und Koordination zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Da geht es ganz stark um diese bundesweite Arbeitsgruppe Gehen, um die Etablierung von Fußverkehrsbeauftragten auf der Bundesebene, auf der Regionalebene, Länderebene, aber eben auch Gemeindeebene, aber auch um die Schaffung von neuen Instrumenten zur Förderung des Fußverkehrs, Pläne, Verkehrskonzepte, örtliche Fußverkehrskonzepte, beziehungsweise örtliche Masterpläne gehen.
Zweites Handlungsfeld, die Fußverkehrsoffensive, da geht es um Aktionsprogramme, Förderinstrumente, Beratungsprogramme, um finanzielle Angelegenheiten. Im dritten Handlungsfeld um planerische Maßnahmen, um hier die Fußverkehrsinfrastruktur entsprechend zu planen und auszubauen. Aber da muss man auch sicherlich auch immer diese Stadt-Siedlungsraumplanung mit berücksichtigen, die im Handlungsfeld 5 thematisiert ist. Stichwort Stadt der kurzen Wege zum Beispiel oder 15 Minuten Stadt. Im Handlungsfeld 5 ist thematisiert das Thema Multimodalität, also Mobilitätsmanagement auf der kommunalen, aber eben auch betrieblichen Ebene, wo es auch darum geht, den Fußverkehr als integrierte Verkehrsmodus im Gesamtverkehrssystem zu verstehen und eben im Zusammenspiel mit unterschiedlichen Verkehrsmodi zu sehen. Wichtiges Handlungsfeld ist eben auch, den geeigneten Gesetzesrahmen zu schaffen für den Fußverkehr, Stichwort die Straßenverkehrsordnung. Aber eben auch Information, Bewusstseinsbildung spielen einen wesentlichen Beitrag zur Erhöhung des Fußverkehrsanteils. Wir haben zwei Handlungsfelder, wo wir den Gesundheitsfaktor Fußverkehr thematisieren, aber eben auch den Wirtschaftsfaktor Fußverkehr. Und als letztes Handlungsfeld zielen wir auch darauf ab, eine qualitativ hochwertige Datenbasis in der Verkehrsstatistik zu erreichen, um hier auch valide Aussagen für den Fußverkehr zu treffen und eben auch eine Datenbasis für die Planung hier bereitzustellen. Zu den Umsetzungsschwerpunkten und Initiativen, die jetzt in den letzten 2 Jahren eigentlich so gestartet sind, möchte ich das Klimaaktiv-Mobil-Förderprogramm vorstellen. Wir hatten in Österreich schon das Beratungsprogramm, das ist ein österreichisches Trainingsprogramm zur Förderung von aktiven Mobilität, und zwar für die Länder, für die Kommunen, aber eben für die Betriebe. Und neu, seit 2021, gibt es im Rahmen von diesem Klimaaktiv-Mobil, von diesem Förderschwerpunkt, erstmalig die Möglichkeit, Fußverkehrsinfrastruktur zu fördern. Da hat das Bundesministerium für Klimaschutz dieses Förderprogramm initialisiert zum Ausbau einer hochwertigen Fußverkehrsinfrastruktur, und zwar für Städte, Regionen und Kommunen. Was braucht man dafür, um diese Förderung in Anspruch zu nehmen? Voraussetzung ist eben die Erarbeitung eines lokalen Masterplan-Gens bzw. des örtlichen Fußverkehrskonzepts, und dieser muss eben auch in beschlossener Form durch den Gemeinderat vorliegen. Was bedarf es in diesem lokalen Masterplan gehen, örtliches Fußverkehrskonzept? Hier geht es einfach mal, sich mal anzuschauen, wie schaut aus dieses, Ist-Fußverkehrswegenetz, wie soll das Sollverkehrswegenetz ausschauen, welche Maßnahmen sollen gesetzt werden, um einfach ein zusammenhängendes, engmaschiges Fußwegesystem in der jeweiligen Gemeinde zu etablieren. Es wurde auch ein Handbuch Gen erstellt. Das ist so eine Art Kochrezept, wie eben dieser lokale Masterplan Gen erarbeitet werden soll oder welche Inhalte auch dieses örtliche Fußwegekonzept beinhaltet. Und das kann auch online runtergeladen werden und hier einfach den Kommunen eine Hilfestellung bieten. Basierend auf diesem lokalen Masterplan Gen oder örtlichen Fußverkehrskonzept können dann unterschiedliche Maßnahmen gesetzt werden im Rahmen dieses Förderprogrammes. Da können Förderungen von maximal 50% der förderfähigen Kosten rückerstattet werden. Mitgebracht habe ich eben auch diese Tabelle, wo wir diesen Basisfördersatz von 20% sehen, wo eben dieser lokale Masterplan Gen eingereicht werden muss, beziehungsweise das örtliche Fußverkehrskonzept mit Umsetzung von mindestens 3 Maßnahmen im Bereich bauliche Maßnahmen, also beispielsweise Begegnungszonen, Fußgängerzonen, verkehrsberuhigende Zonen. Und dieser Fördersatz kann dann gesteigert werden durch die Setzung von weiteren Maßnahmen im Bereich bauliche Maßnahmen, aber eben auch Raum- und Siedlungsplanung, also zum Beispiel Parkraummanagement oder eben Nutzungsdurchmischung, Ortskernbelebung, aber eben auch durch die Erstellung eines Sustainable Urban Mobility Plans kann der Basisfördersatz erhöht werden, aber auch durch Maßnahmen im Bereich Bewusstseinsbildung oder Einbindung von weiteren Akteuren.
Eine Umsetzungsinitiative, die weiters gesetzt worden ist, ist die Reformierung der Straßenverkehrsordnung, der 33. Novellierung, die seit 1.10.2022 in Kraft getreten ist, hier in Auszug mit den wesentlichen fußverkehrsfreundlichen Verbesserungsvorschlägen. Erstens ist ein Fahrverbot für öffentliche Verkehrsmittel beim Ein- und Aussteigen von Fahrgästen erzielt worden. Das heißt, man darf hier nicht fahren, wenn das Straßen, also wenn das öffentliche Fahrzeug hier noch die Türen geöffnet hat. Es dürfen keine Fahrzeugteile auf den Gehsteig hineinragen. Es wurde der gesetzliche übergeordnete Rahmen für die Implementierung und Errichtung einer Schulstraße, das heißt einen temporären Fahrverbot für motorisierte Fahrzeuge zu Schulbeginn oder Schulende erarbeitet. Und es gibt die neuen Verkehrszeichen mit der Sackgasse mit Durchgeh- und Durchfahrmöglichkeit. Eine Umsetzungsinitiative auf der internationalen Ebene habe ich der PEP mitgebracht. Das ist das Paneuropäische Programm für Verkehr, Umwelt und Gesundheit. Im Rahmen dieses PEP-Programmes wurde bereits ein paneuropäischer Masterplan Radfahren erarbeitet und im Jahr 2021 hat bei der Wiener Ministererklärung wurde beschlossen, hier die Förderung vom Gehen auch in Europa mit aufzunehmen und darauf aufbauen wurde zusätzlich zu dem DPEP-Partnership Cycling, also Radfahren, eben ein DPEP-Partnership Walking gegründet mit einem neuen Fokus auf dem Schwerpunkt Gehen und hier sollen eben diese Masterpläne Cycling und Gehen bis zum Jahr 2025, bis zur nächsten Ministerkonferenz erarbeitet werden. In aller Kürze nochmal die Wirkungen zur Förderung des Gehens, die erwarteten. Wir haben einen großen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz. Fußverkehr ist ein Zero-Emission-Verkehrsmodus und verbraucht sehr, sehr wenig, bis gar keine Energie hier im Vergleich auch zu den anderen Verkehrsmodi. Wir haben eine große Wirkung im Bereich der Gesundheit durch die körperliche Bewegung herangezogen, die Berechnungen mit dem Health Economic Assessment Tool der WHO, das HEAT-Tool, wo wir uns ausgerechnet haben, dass für das Jahr 2022 durch die Förderung, also durch körperliche Bewegung, durch das Gehen rund 2500 Todesfälle vorzeitig verhindert worden sind. Das entspricht einem jährlichen Gesundheitsnutzen von rund 9,6 Milliarden Euro. Rechnet man das hoch bis zum Jahr 2030, gibt es einen Gesundheitsnutzen von insgesamt 86,8 Milliarden Euro. Und zuletzt auch eben der Beitrag zur Wirtschaft, um hier eben auch durch den Fußverkehr die Gemeinden, die Gastronomie, Handel und Dienstleistungen auch entsprechend zu stärken. An dieser Stelle bedanke ich mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf spannende Fragen. Vielen Dank. Ja, super. Vielen Dank auch an dich, liebe Alessandra. Beides sehr, sehr gute und kompakte und hochinformative Vorträge. Ich freue mich auch, die Folien nochmal durchzuschauen und die Links, die drin enthalten sind. Auch das PEP zum Beispiel habe ich noch gar nicht gekannt. Ich habe auch gelernt bei der StVO-Reform, was jetzt das bedeutet mit dem Vorverbot beim Ein- und Aussteigen. Ich habe jetzt eigentlich rückgeschlossen, dass man in Österreich beim Ein- und Aussteigen immer aus dem fahrenden Fahrzeug gesprungen ist. Aber du hast das hervorragend erklärt, was damit eigentlich gemeint ist. Lieber Paul, was sagst du aus bayerischer und deutscher Sicht zu dem Gehörten? Ja, es ist immer wieder sehr inspirierend, sich von Österreich und Schweiz, die wir das letzte Mal gesehen haben, da die Dinge nochmal zeigen zu lassen, die jetzt gerade aktuell sind und gut funktionieren. Wir sind da in einigen Dingen etwas hinterher. Ich mache heute ja keine Präsentation, weil da kann man ja die vom letzten Mal nachschauen. Vielleicht nochmal aber ganz kurz zu Fuß e.V. Muss einfach sein. Wir haben ungefähr 1000 Mitglieder. Es gibt etwa 50 Ortsgruppen. Hier in Bayern gibt es in Nürnberg, Fürth und Münden Ortsgruppen auch. Und wir sind eben dann die Lobby für Fußverkehr. Zusammenarbeit ist sehr stark mit dem Umweltbundesamt bis jetzt gewesen. Und bundesweit vielleicht auch nochmal ganz kurz, was sich so hier tut, ist, dass wir immerhin eine Fußverkehrsnovelle auch angestrebt wird von der Verkehrsministerkonferenz der Länder. Da ist einiges auf dem Wege, weil wir haben einige Dinge auch, das sind Zebrastreifen und verschiedene andere Sachen, wo einfach das mit dem Zu-Fuß-Gehen wirklich schwierig ist. Wir sind auch als Fuß-EV in Kontakt mit dem Bundesministerium. Da wird jetzt auch mal ein bisschen Geld eingestellt und das ist dann eben sehr spannend. Da können wir uns schon sehr viel, glaube ich, jetzt abschauen. Es soll auch eine Fußverkehrsstrategie erarbeitet werden für Deutschland. Österreich hat schon die zweite, wie gesagt, aber wir würden jetzt dann auch mal starten. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, weil natürlich passiert
das Reale auf der kommunalen Ebene, aber natürlich so ein nationaler Rahmen, der dann vielleicht auch fördert. Oder was ich sehr klug finde, wie es die österreichische Strategie auch eben macht, dass sie dann Projekte fördert, wenn es sozusagen ein Konzept gibt. Das ist, glaube ich, etwas, was sehr wichtig ist. Das war ja bei der Schweiz auch angeklungen, dass man so einen Plan haben muss, so für die ganze Stadt, damit man dann Einzelmaßnahmen, die man machen möchte, auch gefördert bekommt. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit, da Anreize zu schaffen, sich aber mit dem Gesamten zu fassen und nicht immer nur irgendwo lokal, punktuell irgendwas machen zu wollen. Es gibt bei uns auch einen Fußverkehrskongress, der früher vom Umweltbundesamt mal oder erstmal von der Uni in Wuppertal angefangen wurde, dann vom Umweltbundesamt übernommen wurde und jetzt macht das Verkehrsministerium. Da gibt es in Bremen einen. Im April wollte ich noch darauf hinweisen, das ist sicherlich auch ganz interessant, wo man auch viel, der hat allerdings nicht wie in Österreich diese jährliche Konsequenz bis jetzt gehabt. Der hat mal 2 Jahre, mal hat er sogar 4 Jahre Pause gehabt. Jetzt hätte es ihn auch jährlich geben sollen. Im Herbst gab es ihn auch wieder dann nicht. Während in Österreich das wirklich sehr konsequent da jedes Jahr gemacht wurde. Und ich war auch auf vielen dort. Und wir haben uns auf dem letzten Chor Neuburg ja auch, wie Martina, lieber Alessandra, auch gesehen und gesprochen, was natürlich auch immer sehr schön ist für den Austausch. Genau. Das ist genauso wie mit der Schweiz. Begegnungszonen gibt es in Österreich. Ich glaube, diese Feinheit, ob das der die Fußgängerin Vortritt hat oder den Vorrang oder sozusagen gleichberechtigt ist. Ich glaube, das ist im Alltag spielt das, glaube ich, keine so große Rolle. Das Wesentliche, das hat die Martina auch schon ein bisschen angesprochen, die Gestaltung ist das Wichtige, weil das zeigt dann dem Autofahrenden, jetzt bin ich ein bisschen woanders, die sieht es anders aus, das ist nicht eine Fahrbahn, die linear ist, sondern das ist anders gestaltet, die muss ich mich anders benehmen. Und dann klappt das, glaube ich, mit dem Zusammenwirken schon ganz gut. Genau, ja. Das Einzige, was ich sagen kann, also das Schild mit der Sackgasse, das hatten wir schon vorher, das ist mal ein Punkt, wo wir tatsächlich mal früher dran waren. Kleinigkeiten natürlich, genau. Aber damals so lasse ich es jetzt mal bewenden, damit auch noch Fragen gestellt werden können. Das war jetzt einfach ein kleiner, vielleicht noch, ja, also zum Land Bayern. Da ist es auch bis jetzt sehr, da passiert nicht viel. Wir haben immerhin einen Preis ausgelobt, als VCD, VCD, die SL und Fuß e.V. Wohlfühlplätze. Da gibt es dann im Januar eine Preisverleihung, wird es sicherlich auch mal in der Presse kommen, für schön gestaltete Orte. Auf ministerieller Seite tut sich da leider eigentlich nichts. In Kommunen, also Nürnberg hat eine Fußgängerstrategie schon verabschiedet. In München haben wir nächsten Mittwoch den Beschluss zur Fußgängerstrategie und auch demnächst wird es einen Beauftragten geben. Das sind, glaube ich, immer sehr wichtige Sachen, die ja auch angeklungen sind in den Vorträgen auch von der Alessandra, dass das sozusagen so gute Bedingungen sind oder gute Möglichkeiten sind, mal den Fußverkehr implementieren in den Orten auch. Das ist sowas, jetzt wird es in München auch geben. Nürnberg, wie gesagt, hat das auch schon. Genau, soweit jetzt, damit noch Zeit ist für Fragen. Belasse ich es mal dabei. Und jeder, wer mehr wissen will, kann in die Präsentation vor ein paar Wochen reinschauen. Dankeschön. Ja, super. Vielen Dank auch an dich, Paul, für diesen Gegenblick sozusagen aus deutscher und bayerischer Perspektive. Ein paar Fragen sind reingekommen. Ihr könnt gerne noch ein, zwei, drei ergänzen. Wir haben ja noch ein wenig Zeit. Ehe der Fabian gleich die ersten einbringt, eine Frage erlaube ich mir selber noch nachzuschieben. Wenn ich mir vorstelle, dass wir in Bayern einen Masterplan gehen, entwickeln oder auf Bundesebene und ich mir dann überlege, wie die in Bayern 2056 Kommunen das dann umsetzen und darauf reagieren, wenn ein Masterplan oder ein Landes, wie würde das heißen, Landes, Gehwegsplan vorgelegt werden würde, dann befürchte ich eine so gewisse Resilienz in den Kommunen davor, wenn aus München, aus der Landeshauptstadt oder noch viel schlimmer aus Berlin, also von ganz woanders, irgendwo eine Vorgabe kommt. Da sind unsere Kommunen dann sehr oft sehr bockig und wenig amused, dann da irgendwie sofort loszulegen. Wie zufrieden seid, kennt ihr das auch? Und springen da in Tirol sofort alle, wenn in Wien ein Plan vorgelegt wird? Oder gibt es das bei euch auch? Und wie kann man das beheben? Wie zufrieden seid ihr? Ich meine, es gibt das Förderprogramm, klar, Geld, wenn es gibt, ist immer gut, aber es sind halt dann doch auch nur ein überschaubarer Anteil. Ein Großteil muss die Kommune ja trotzdem stemmen, wie ich an euren Zahlen gesehen habe. Wie läuft das? Trifft das auf Begeisterung oder eher auf Resilienz?
Also wir betreuen die bundesweite Arbeitsgruppe G in das Umweltbundesamt gemeinsam mit dem Bundesministerium und im Rahmen dieser bundesweiten Arbeitsgruppe G sind eben unterschiedliche Akteure aus der Verwaltung, aus den verschiedenen Ebenen auch involviert. Diese Akteure, die haben auch Entscheidungen mitgetragen, welche Art von Maßnahmen hier in den Masterplan G mit aufgenommen werden sollen, haben auch immer wieder Möglichkeit gehabt, Stellungnahmen zu beziehen, um hier die unterschiedlichen Aspekte auch aufzudröseln. Und dieser Masterplan Gehen auf der Bundesebene, der stellt eigentlich ein Enabler dar zur Förderung des Fußverkehrs und auch zur Akquirierung von finanziellen Mitteln auf der Bundesebene, die dann auch weiterverteilt werden auf der Landes- und im Endeffekt auf der Kommunenebene, die ja auch wirklich verantwortlich sind und in ihrem eigenen Wirkungsbereich Maßnahmen zum Fußverkehr, Ausbau in der Infrastruktur nämlich vornehmen zu können. Und diese Maßnahmen, die Masterplan gehen, also die werden, da gibt es unterschiedliche Akteure, die adressiert werden. Da gibt es eine Maßnahme, die zum Beispiel an den Bund auch adressiert ist, eben dieses Förderprogramm Klimaaktiv Mobil auch weiter auszubauen und zu verstärken. Also da sehen wir uns da auch stark in der Verantwortung, das auch weiter voranzubringen. Und es sind auch einfach Handlungsempfehlungen. Es sind ja keine gesetzlichen Vorgaben, es sind Handlungsempfehlungen, wie hier auch eine Fußverkehrsinfrastruktur baulicher Art entsprechend ausgestalten werden kann, wie sie klimafit auch ausgestaltet werden kann, Stichwort Urban Heat Island und Maßnahmen zur Temperaturreduktion. Insofern sehe ich diesen Masterplan eigentlich als Enabler und auch die Stimmung in der bundesweiten Arbeitsgruppe gehen in Österreich eigentlich auch als eine sehr, sehr gute und auch mit einer sehr, sehr guten Zusammenarbeit. Und ich denke, das ist halt auch ein an einem Strang ziehen, alle gemeinsam, um hier auch diesem Thema mehr Bedeutung auch zu bringen und auch sich zu identifizieren, dass das Gehen und der Fußverkehr ein eigener Verkehrsmodus ist, im Zusammenspiel mit dem öffentlichen Verkehr und eben auch mit dem Radverkehr und anderen Formen der Mikromobilität zum Beispiel. Ich möchte nur anschließen, es ist ja gerade beim Fußverkehr oft so, dass es passiert nur dann was, wenn sich gewisse Personen einsetzen dafür. Also es braucht wirklich Kümmerer und Leute, die sich dafür engagieren. Und damit sich diese Personen engagieren können, ist natürlich super, wenn es eine Bundesstrategie gibt, also ein Papier, auf das man sich auch in Richtung Argumentation stützen kann und sagen kann, aber es gibt doch diese Strategie und wir wollen doch dieses und dieses Ziel erreichen. Probieren wir das doch mit den und den Maßnahmen. Und da tut man sich halt in der Argumentation auch einfach leichter. Also auch die, die einfach da tätig sind, egal auf welcher Ebene man da tätig ist. Mhm. Super, vielen Dank, Fabian. Was haben wir? Ja, ich fange mal an mit einem. Vielleicht noch eine ganz kurze Ergänzung. Zwei Bundesländer. Mhm. Paul? Es gibt ja zwei Bundesländer, die haben nicht nur fahrradfreundliche Kommunen, sondern Fußgänger- und fahrradfreundliche Kommunen, also auch solche Arbeitsgemeinschaften sind die Möglichkeit, dass das auch von unten nach oben transportiert wird und nicht nur von oben nach unten. Das wollte ich noch ergänzen. Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen haben das schon länger, dass sie eben eine Arbeitsgemeinschaft fahrrad- und fußgängerfreundlicher Kommunen haben, die dann zusammenarbeiten, zusammen auch was ausdenken, was da gut wäre. Das muss nicht immer von oben vom Ministerium kommen. Genau. Gut, danke Paul. Fabian, bitte. Dann fange ich mal an mit einem ersten Schwung, der sich vor allem um die G-Bahnen kümmert. Die erste Frage wäre, wie werden Konflikte zwischen Radverkehr und Fußgängerinnen vermieden, die sich ja oftmals ungewollt auch den knappen Raum teilen müssen, was ja nicht unbedingt zur Entspannung beiträgt. Tatsächlich gleich die Anschlussfrage, wie verhindert man, dass Kommunen, gerade in Bayern, aber glaube ich auch in Österreich an einigen Stellen Geh- und Radwege kombiniert bauen, sodass quasi beide auch wieder auf eine schmale Breite kommen. Was wären da Strategien? Die dritte Frage, direkt an Alessandra Angelini gerichtet, das Gehwegparkverbot, was wir ja schon auch hier haben, jetzt der Städtevergleich München und Wien, wird hier nicht besonders gut durchgesetzt. Wie klappt das denn besser in Wien, beziehungsweise ob das besser klappt in Wien? Dann, damit lasse ich es mal bewenden. Bitte einfach gerne einzeln sich eine Frage rauspicken und beantworten. Ich habe dann noch einen zweiten Schwung zu Begegnungszonen. Nochmal kurz die letzte Frage, bitte. Inwiefern Wien es schafft, das Gehwegparken zu verhindern und wenn ja, wie?
weiß nicht, ob ich eine ganz verlässliche Aussage jetzt über ganz Wien sagen kann. Es sind Maßnahmen hier auf der lokalen Ebene, wo eben Rahmenbedingungen geschaffen werden, auch für die Exekutive, die dann hier auch entsprechend einzuhalten sind. Es ist jetzt auch seit dem 1. Oktober diese Änderung auch in Kraft, wie auch viele anderen. Es sind 10 fußverkehrsfreundliche Änderungen der StVO angeführt. Eine Aussage, inwiefern sich jetzt das in den letzten 2 Monaten entsprechend kontrolliert werden konnte, dazu kann ich leider keine Aussage tätigen aus Wien. Also ich weiß nur, dass es über die Park-Sheriffs wirklich kontrolliert wird. Also zum Beispiel, dass eben dieser Überhang, der ja jetzt nur in eingeschränkter Form mehr sein darf, dass da eben das über die Park-Sheriffs eben dann geschaut wird. Ich sage aber, es ist in Wien nicht ganz so starkes Problem wie vielleicht in manchen deutschen Städten, weil Wien da schon in der Vergangenheit sehr in der Gestaltung darauf geachtet hat, dass es gar nicht mehr so stark möglich ist, über einen Gehsteig zu stehen und zu parken. Und mittlerweile ist es auch so, also zum Beispiel früher hat man bei unseren Ohrwascheln, also den Gehsteigvorziehungen bei den Kreuzungsübergängen, hat man die rigoros immer mit Pollern abgesichert, damit ja sich dort die Autos nicht hinstellen können. Mittlerweile braucht man das fast gar nicht mehr machen, weil einfach die Bevölkerung schon gelernt hat, auch wenn Parkplatznot besteht, sich nicht dorthin zu stellen. Das wird halt dann eine teure Geschichte, wenn man dann abgeschleppt wird. Und also das funktioniert eigentlich ganz gut. Das wird wirklich gut eingehalten. Also darum ist das eigentlich in Wien gar nicht mehr so stark das Thema. Und vielleicht noch zu den Konflikten Fußrad, die entstehen ja meistens dann, wenn man einfach zu wenig Platz hat im Raum. Das heißt, da ist eigentlich das Ideale, wenn man sich abspricht, also wir kommunizieren da mit der Radlobby auch intensiv und haben auch ein gemeinsames Grundsatzpapier entwickelt, wo wir dann einfach versuchen, gemeinsam zu argumentieren und vorzugehen und da sozusagen mehr Flächen zu bekommen, weil grundsätzlich, wenn es jetzt nicht wirklich eine schmale Straße ist, wo vielleicht andere Lösungen wie eine Begegnungszone oder so vielleicht Sinn macht, ja, ist in anderen Straßenräumen von Hausmauer zu Hausmauer an und für sich genug Platz. Man muss halt nur eben transformieren. Also das ist so quasi der Schlüsselbegriff, dass man mal versucht, wer braucht denn wie viel Fläche und wie wertvoll ist auch eine Fläche im öffentlichen Raum und das sozusagen bewusst zu machen, dass vielleicht die Fläche, die für das Abstellen der PKWs genutzt wird, nicht ganz so die wertvolle Flächennutzung ist in einer Stadt, sondern dass man damit einfach viel mehr Personen noch Gutes tun kann, wenn man genug Räume eben dann auch für Freiraum, für Räume zum Aufenthalt, für Sitzgelegenheiten und dergleichen schafft. Also auch da gibt es ja einige Beispiele, was Wien jetzt zum Beispiel zieht mit Mikrofreiräumen an Straßenecken oder Gebiete, die umgestaltet werden, wenn auch jetzt einmal versuchsweise, aber so Superblock ist zum Beispiel ein Begriff. Ja. Mhm. Ja, super, vielen Dank für die Erläuterung dazu, genau. Also wir haben da in Deutschland wirklich und in Bayern wirklich ein massives Vollzugsproblem, wie man sieht am Wiener Beispiel, dass das gar nicht mehr so das Thema ist. Bei uns wird wirklich ganz normal in weiten Teilen auf Gehsteigen oder halb auf Gehsteigen oder auch auf Radwegen geparkt oder wenigstens gehalten. Und die Polizei fühlt sich überfordert und viele Kommunen haben nur punktuell kommunale Parkraumüberwachung oder man viele Kommunen auch gar keine kommunale Parkraumüberwachung, da kannst du machen, was du willst. Also ich glaube, bei uns tendiere ich da eher so zur Akkuflex, das sind ja inzwischen auch sehr, sehr gut nutzbar, wo man dann den überständigen Teil vom Fahrzeug vielleicht da eher abschneidet oder so. Nein, Scherz beiseite, Fabian, was haben wir denn? Wir sind in der Zeit weit fortgeschritten, auch weil ich immer so viel dazwischen laufe. 19:02 Uhr, ja, Alessandra sofort und dann machen wir kurz eine Frage und kurze Antwort. Genau.
Genau, Abstimmung Radfußverkehr. Wir haben auch eine bundesweite Arbeitsgruppe Radfahren und da stimmen wir uns natürlich ab. Auch eben bei der Novellierung der Straßenverkehrsordnung ist hier eine Harmonisierung vom Rad- und Fußverkehr stattgefunden. Und ich glaube, es geht ja auch ganz stark dann auch bei der Planung hin Richtung ein Neudenken der Verkehrsplanung und eben der ganzen Raumstrukturen. Und da spielt die Raumplanung einfach eine wesentliche Rolle. Weg von dieser autozentrierten Entwicklung hin zu einer Nutzungsdurchmischung von verschiedenen Arbeiten, Wohnen, Freizeit, Ausbildung etc., um auch einfach diesen Raum, und wir haben ja viel Platz in der Stadt, eben zu öffnen und für die Menschen einfach die Stadt zu gestalten. Gut. Danke für die anschaulichen Beispiele. Ich habe noch drei kurze Fragen zu Begegnungszonen und würde das gleich direkt zuordnen. Die erste an Martina Strasser, hier rückwärts aufgezogen. Wie kommen Menschen mit Sehbehinderung oder ähnlichen Einschränkungen mit den Begegnungszonen zurecht? Das zweite an Alessandra Angelina, wie steht es um die Unfallzahlen in Begegnungszonen? Gibt es da Erkenntnisse? Und dann zum Abschluss nochmal an Paul Bickelbacher. Wäre es denn von Vorteil, dass wir die verkehrsberuhigten Bereiche in Begegnungszonen umwandeln oder eher mit Temporeduktion arbeiten, soweit das im gesetzlichen Rahmen möglich ist? Bitte. Also die mobilitätseingeschränkten Personen oder blinde Personen werden bei der Gestaltung im Vorfeld, und das ist ganz wichtig, im Vorfeld schon gut einbeziehen, weil da gab es zum Beispiel in Kufstein, ich habe es ja erwähnt bei der Präsentation, dass manchmal so Nachbesserungen sind. In Kufstein hat man zum Beispiel Anpassungen dann vornehmen müssen, um Übergänge vom Belag, also wenn man jetzt Pflasterung in Richtung Asphalt macht und dergleichen, dass man da sozusagen gute Übergänge schafft, dass man diese Räume auch gut lesen kann, also auch mit einem Blindenstab, beziehungsweise dass die Belege auch ertastbar sind, sozusagen. Mittlerweile sind auch die Tast, wie nennt sich das, Tastlinien, Tastleisten, die teilweise eingefräst werden im Boden oder manchmal auch geklebt werden. Also die sind eigentlich auch oft Standard schon bei den Begegnungszonen. Und in Wien hat man ja zur Sicherheit eben, das war in der Absprache dann mit dem Blindenverband, sogar Ampeln installiert, die eben mit Bedarf, also da bekommen die Blinden einen Chip. Und wenn die queren wollen, können sie das an einer Ampelanlage quasi machen. Aber die ist sonst inaktiv. Das kriegt man eigentlich sonst als zu Fuß gehender gar nicht mit, dass da eine Ampel dort installiert ist. Und es funktioniert eigentlich auch gut. Und ich muss auch sagen, ich habe noch nie so viele Leute mit Rollstuhl in einem Straßenraum gesehen wie in Wien auf der Mariahilfer Straße. Also das wird wirklich auch von dieser Gruppe super genützt, ja, weil man einfach Platz hat. Und das ist der Schlüssel. Es ist eine niveaufreie Gestaltung. Man kann gut ausweichen, man hat Platz. Es ist mittlerweile ein guter Aufenthaltsraum auch, den man sogar zum Flanieren nimmt. Also auch Mütter mit Kinderwegen gehen dort spazieren. Ja. Also das ist der Gewinn einer Begegnungszone. Vielen Dank, Martina. Zu der Statistik, also österreichweit, ich glaube, getötete Fußgänger, ich glaube, da waren wir noch vor 10 Jahren bei, glaube ich, 100 pro Jahr. Die wurden jetzt sukzessive auch reduziert. Ich glaube, so auf 50 sind wir jetzt derzeit. Und in den Begegnungszonen müsste ich jetzt noch einmal die Statistik aufrufen. Aber es ist ganz klar, durch die Verringerung der Geschwindigkeit, dass sich hier auch die Verletzungsschwere reduziert. Es gibt natürlich einen Konfliktpotenzial, wie auch überall im öffentlichen Raum zwischen Fuß-, Radverkehr und anderen Verkehrsteilnehmern. Aber zu den konkreten müsste ich einfach nochmal die Statistik nachfragen. Ich habe in meiner Präsentation bei der Begegnungszonenseite auch die Evaluierung reingegeben. Da kann man das auch nachlesen. Da sind 12 Standorte in Österreich evaluiert worden. Dort sind auch Unfallzahlen drinnen. Und da hat man eben festgestellt, dass es eigentlich zu keinen Unfällen und wenn, dann nur so zu Nahunfällen kommt. Also nichts Dramatisches und also auch in Richtung Unfallzahlen, muss ich sagen, ist dieses Konzept wirklich ein Erfolgsmodell. Aber es ist eben die Gestaltung entscheidend. Und ich finde, man fühlt sich einfach auch sicher
in den Begegnungszonen selber als Verkehrsteilnehmer. Das finde ich auch als subjektives Sicherheitsgefühl ist sehr hoch, finde ich, ist jedenfalls mein persönlicher Eindruck. Paul, du hast die letzte Frage bitte noch kurz, weil wir jetzt dann doch schon ein bisschen über Zeit sind und da moderiere ich ab. Also wir haben mal den verkehrsberuhigten Bereich, da geht offiziell Schrittgeschwindigkeit, wird bei uns meistens nur in Wohnstraßen angewendet. Es gibt ein paar Städte, die irgendwie eine Ausnahme geschafft haben. Memmingen hat die ganze Altstadt als verkehrsberuhigten Bereich. Aber kurzum, ich würde gerne den verkehrsberuhigten Bereich behalten. Was wir umwandeln könnten, ist der verkehrsberuhigte Geschäftsbereich. Darauf könnte man verzichten, weil der ist schon sehr ähnlich wie eine Begegnungszone, aber es gibt keinen Vortritt. Die Gestaltung darf auch nicht so sein, dass der Fußgänger gleichberechtigt oder Vortritt hat. Und ich fände gut, das eine für eine Wohnstraße zu haben, das andere quasi für die Geschäftsstraßen, für die Innenstädte. Dann wären, glaube ich, diese beiden Schilder sinnvoll für Deutschland. Genau. Mal schauen, unser neuer Verkehrsminister, so aktiv ist er bis jetzt noch nicht. Er hätte schon längst mal in Angriff nehmen können, aber war in der Beziehung leider noch keine Aktivität. Mir fallen jetzt auch keine Aktivitäten ein, die ich sonst besonders positiv hervorheben könnte, muss ich ehrlich sagen, da ist noch viel Luft nach oben. Ja. Gut, wir sind am Ende unseres Webinars. Für mich ist die Quintessenz aus den allen drei Webinaren zusammengefasst, dass wir uns dringend im ganzen Land mit der Verbesserung des Fußverkehrs beschäftigen sollten, weil es ein Beitrag ist zum Klimaschutz, weil es ein Beitrag ist zur Erhöhung und Verbesserung der persönlichen Mobilität der Bevölkerung und weil es auch ein Beitrag ist zu mehr Lebensqualität innerhalb unserer Städte und Orte. Und was mir heute besonders gut gefallen hat an euren beiden Präsentationen, ist, dass ihr nicht nur auf die großen Städte eingegangen sind, sondern explizit auch kleine Orte hervorgehoben habt. Und ich denke, wir haben auch viele KommunalpolitikerInnen bei uns hier in der Runde anwesend und viele hier werden sich noch viele im Nachgang anschauen. Es lohnt sich auch in kleinen Orten auf die innerörtlichen Verkehre zu schauen. Und auch da wissen wir, dass auch in den kleinen Orten meistens die Hälfte des Autoverkehrs hausgemacht ist, nämlich der innerörtliche Verkehr. Und wenn die Fuß- und auch die Radwege natürlich attraktiver werden, dann wird es auch genutzt und angenommen und wir können den für uns alle lästigen hohen Verkehrsanteil des Autos innerorts reduzieren. Deswegen ist das eine sehr gute Sache. Auf Landesebene brauchen wir einen Masterplan, wie in Österreich in meinen Augen, auf Bundesebene sowieso. Wir haben da also viel zu tun und viel vor uns. Das Vorbild Österreich weist uns den Weg. Insofern vielen herzlichen Dank an euch beide und auch an dich, Paul, für den guten Vortrag und die gute Diskussion.